Also es gibt keinen anderen Link. Also da müssen wir uns die anschauen, weil auf TNV Now können wir nicht reagieren, weil das geht einfach. Da kriege ich höchstwahrscheinlich dann Strike, weil ich es nicht auf YouTube dann hochladen kann, Leute. Und das will ich auf YouTube hochladen, lieber Livestream. So, vorab, ganz kurz, schauen wir mal an. Für die Leute, die es nicht wissen, Herz und Herzlich ist eine TV-Serie auf RTL 2. Und da werden so halt, ja, eher das Schlechte einer Stadt gezeigt, die Hartz-IV-Empfänger. Ich finde, bei uns war es sehr einseitig bis jetzt. Das haben sie bei Lautern schon besser gemacht. Da war ja auch mal sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Aber okay. Bei uns haben sie das Winsterviertel unter die Lupe genommen. Das dreht zwar in ganz Pirmasens, aber Grüße an die RTL-Redaktion. Habt ihr top gemacht. Läuft bei euch. Läuft bei euch richtig. Die Scheiße einfach Schuhstadt Pirmasens nennen sollen oder so. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall besser gewesen und sinnvoller. Aber für Leute, die nicht hier wohnen, die checken das dann nicht. Also von daher trotzdem noch alles gut. Wie gesagt, es wird hier alles schlecht dargestellt. Ist auch, glaube ich, irgendwie logisch, weil sonst würde das keiner schauen. Wenn mir jemand das Streckteil zeigt, liebe AfD oder lieber Bürgermeister oder wer den anderen Film da aufgenommen hat, keine Ahnung. Ich habe ja einen von der AfD und glaube einer von unserer Stadt halt selbst oder so, keine Ahnung. Es interessiert mich nicht. Das interessiert auch niemand sonst. Ich weiß, was es in Pirmasens Schönes gibt. Ich weiß, dass die Stadt nicht schlimm ist. Ich finde die Stadt auch eigentlich ganz in Ordnung. Und ja, es gibt halt ein paar Dinge, wo man mal ändern könnte, aber egal. Egal. Wir geben uns das mal, Leute. Danach verliere ich noch ein paar Worte. Ist halt jetzt nur der Trailer und das sind auch nicht alle Leute drin, aber trotzdem kann man sich schon mal so einen Eindruck darüber machen. Wenn die Folgen auf YouTube sind, können wir die uns dann nochmal gerne richtig angucken, aber so halt im Moment nicht. Ich müsste natürlich da drüben draufklicken und ich im Programm. Ja, moin. Ist ein schwerer Weg von der Straße weg, das kann er auch bezeugen. Ich lebe seit 4 Jahren im Zelt mit meinen Hunden. Es ist der Kampf ums Überleben. Man steht jeden Morgen auf und denkt, ey, was esse ich heute? Ich kämpfe um meine Ehe, ich kämpfe um mein Überleben. Und was hat das Jobcenter zu bieten? Nix. Kaum habe ich das eine Hindernis überwunden, dann kommen sie mit dem anderen Müll. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Tempo gefällig. Ich bin mit der Gabel angewiesen. Ich gehe nicht gern hin, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Nach Adam Riese und Eva Zwerg bleiben mir noch um die 29 cool. Euro. Das ist eine Frechheit. Bei den Ämtern, die haben ihre Richtlinien und da halten die sich dran. Menschliche Schicksale. Drauf geschissen. Weil es ist scheißegal, wen du wählen tust. Versprechen tun sie dir alle. Halten tun sie nichts. Ja? Das sind alles nur Blender und große Trompeter. Und dann stellt sich Mutti dahin und sagt, wir schaffen das. So. Wir schaffen das. Und dann lag ich mir den Arsch ab. Wir schaffen das. Ja. Zu viel Bob geguckt. Polizei. Der Tod ist besser wie Hartz IV. Das Bild ist auf jeden Fall besser. So, fangen wir einfach mal an, so ein bisschen durchzugehen. Ich weiß gar nicht, über was ich genau reden soll. So. Das ist halt so das Ding. Der Livestream sagt gerade, ich soll die Cindy auf jeden Fall erwähnen. Ja, die Cindy ist die ist jetzt nicht drin gewesen. Ob Kindergartenerzieher wäre sie gerne geworden, oder? Hat aber schon 2 Kinder vom Jugendamt abgenommen bekommen und beschwert sich anscheinend irgendwie drüber. Muss man halt selbst gucken, hat irgendwie einen Betreuer. Da will ich mich nicht einmischen, da will ich auch nicht drüber urteilen. Ich kann aber so weit drüber urteilen, dass die Sache, dass wenn ich schwanger bin und Zigaretten rauche, dass es meinem Kind schädigt und dass ich das einfach nicht machen sollte. Und das finde ich schon heavy. Finde ich, das macht man nicht so. Das Kind kann sich nicht wehren, das Kind könnte behindert werden, alles. Ist nachweislich erwiesen, dass das nicht gut ist und es wird trotzdem gemacht und das finde ich echt ohne Scheiß, das ist scheiße. So. Zu den anderen Sachen, zum Beispiel die eine, die regt sich ja auf, dass sie 600 Euro hat sie nach Abzug aller Fixkosten. Fangen wir mal an. Ich habe 550 Euro. Ohne Abzug aller Fixkosten. Ich habe ein Auto, ich habe eine Wohnung, ich habe Strom, ich habe den ganzen Scheiß, ich muss das auch bezahlen. Und zum Glück mit meiner Freundin zusammen kann man sich das teilen, aber hat natürlich auch ein bisschen höherer Verbrauch. Aber trotzdem,
Im Endeffekt hast du mehr Geld wie ich und ich gehe arbeiten. Ich mache zwar eine Ausbildung, also bin auch in der Schule, aber trotzdem gehe ich arbeiten. So, also reg dich mal nicht auf und wieder runterkommen. Ist nämlich unnötig. Und die Aussage mit Döner und also, dass man sich keinen Döner leisten kann. Ob das jetzt stimmt, ist mal dahingestellt, aber dein ganzer Kühlschrank war voll mit Lieferservice-Teilen. Ganz ehrlich, da einfach mal Klappe halten. Das kommt nämlich dann richtig scheiße. So, ansonsten muss man sagen, zum Kind super nett. Hab auch so nichts nur gegen die Aussage, die da getroffen worden ist. Ansonsten würde ich sagen, ist bestimmt eine gute Mutter alles. Kann aber auch sein, sie hat ja selbst nicht gesagt, dass sie, ich glaube, 600 Euro hat. Kann auch sein, dass der RTL wieder irgendwas dazu gesagt hat. Also ich will jetzt nicht irgendjemand selbst schlecht reden, der am Schluss vielleicht gar nicht so schlecht ist. Will ich wirklich nicht. Das muss man halt einfach mal noch sagen. Nicht, dass es jetzt heißt, ich rede die da irgendwie schlecht und die hat vielleicht am Schluss nur 200 Euro oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob es RTL da gesagt gehabt hat oder sie selbst. Ist ja auch egal, weil zum Beispiel die Sache mit den Tieropfern da, ey, die wirkt wie ein Skript. Wir als der RTL-Drehkameramann, so, dem ist gerade eingefallen, ey, wir haben noch einen Essensgutschein für 100 Euro und wir müssen die Quote noch ein bisschen aufbessern, so. Mach mal und sag das so. Ich weiß, dass der Typ wirklich mit dem in dieser Gruppe da drin ist, das weiß ich von jemand, der hat den auf Facebook mal ein bisschen gegoogelt oder gestalkt oder wie auch immer. Also der ist da wirklich drin, das stimmt auch so ein bisschen, so was er so sagt, aber ob das jetzt mit den Tieropfern stimmt, weiß ich nicht so. Es gab da zwar mal so einen Vorfall, wo man mal eine Katze, glaube ich, gefunden hat und den Kopf irgendwie davon nicht mehr. Ob das jetzt dazu gehört, ob das jetzt irgendwie in Verbindung steht, keine Ahnung. In der Reihenfall steht der Polizei, wäre nichts bekannt. Aber unserer Polizei ist auch so wenig bekannt. Ja, zu der Polizei sage ich jetzt mal nichts. Über was kann ich noch ein Wort verlieren? So? Über das Amt an sich vielleicht. Also erstmal so, das Amt macht ja im Endeffekt nur seinen Job so. Die machen das, was sie halt vorgeschrieben bekommen. Und ich sag mal so, es gibt bestimmt Fälle, wo das Amt Unrecht hat. Aber in dem Moment, wo ein Amt bezahlt und fordert, dass du Bewerbungen vorzulegen hast, dann musst du das halt machen. Ist klar, dass die Andersleistungen kürzen. Da gibt es ja jetzt die Diskussion, dürfen die das nicht, das muss jemand anderes entscheiden. Ich wäre ja so weit, dass jemand, wo nichts macht, über ein Jahr und hätte die Möglichkeit, was zu machen, sprich er hat dreimal zum Beispiel selbst abgebrochen, dass dem überhaupt kein Geld gehört. Aber ist ja nicht so. Hat ja alles auch seine Vorteile. Ich bin nicht in der Lage, deshalb kann ich davon jetzt nicht reden. Und vielleicht gibt es auch Leute, die wirklich nichts finden und vielleicht, wo sie jetzt dreimal waren, dass das wirklich so schlimm war. Man weiß es nicht. Ich will darüber echt nicht urteilen. Ja. Chat, habt ihr noch irgendwas, was ich loswerden muss? Unbedingt. Nee, also anscheinend nichts. Jens ist cool. Okay, da ist jemand der gleichen Meinung wie ich. Jo, ich glaub, ansonsten habe ich eigentlich alles so groß losgeworden, was ich loswerden wollte. Ja, moin. Das war's dann auch. Verlust der Muttersprache ist am Start. Ich würde einfach sagen, wer sich mal reinziehen will, schaut sich einfach am Dienstag die nächste Folge an. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Doch, kann es. Also, ja, keine Ahnung. Abwarten, Leute, abwarten. Es ist ja, wie gesagt, extra so gedreht. Ich denke, normale Menschen wissen auch, dass es im Pirmasens auch gute Sachen gibt. Und es ist auch schön, im Pirmasens zu wohnen. Also, ich bin auch gerne im Pirmasens. Und man kann auch mal in die Stadt gehen. Und es ist auch nicht so, dass man da sich nachts nicht rumlaufen kann. Das ist der Witz. Ey, Leute, ich war so strack. Ich bin nach Hause gelaufen. Mich hätten 5 Leute überfallen können, ich hätte nichts machen können, ich hätte mich nicht mal wehren können, so strack war ich. Leute, ehrlich, an die, wo nicht hierher kommen, wo nicht von hier kommen, wo das nicht kennen, so, das ist nicht so, das ist scheiße, wo da gesagt wird. So, ansonsten würde ich sagen, das YouTube-Video mache ich hier aus und wir zocken dann weiter Fortnite, würde ich sagen. Haut rein, Leute, und ciao.